Hallo ihr, schön, dass ihr heute dabei seid und ich habe mir heute vorgenommen, mit euch zusammen den Zeigefinger uns anzuschauen und ihn zu strömen und ein bisschen darüber zu meditieren. Und ihr könnt einfach den linken Zeigefinger einfach in die Hand nehmen. Ihr müsst es nicht so halten wie ich jetzt. Ihr legt oder setzt euch einfach bequem hin. Ich möchte nur, dass halt, wenn Leute später dazukommen, dass die sehen, was wir machen. Der Zeigefinger, Mary schreibt im dritten Selbsthilfebuch 3 Seiten über den Zeigefinger. Und das sind für mich eine meiner allerliebsten Seiten in den Selbsthilfebüchern. Und sie beginnt damit, dass sie schreibt, bist du ungläubig, dann lächle und halte deinen Zeigefinger. Und ich habe mich mal ein bisschen versucht, schlau zu machen und habe meinen Mann gefragt, was heißt denn Glaube? Und er hat mir gesagt, aus dem Griechischen heißt Glaube auch Vertrauen oder ich verlasse mich auf. Und das fand ich schon sehr spannend. Also hast du kein Vertrauen, dann lächle und halte deinen Zeigefinger. Und bei Wikipedia habe ich gefunden, aus dem mittelhochdeutschen Wort Gelubu kommt das Wort Glaube und das heißt auch gutheißen oder liebhaben. Ist es nicht spannend? Wenn ich etwas nicht gutheiße oder wenn ich den Augenblick oder die Situation, wie sie jetzt auf mich zukommt, nicht liebhabe, dann lächle und halte deinen Zeigefinger. Lass die Schultern in die Zehen hineinfallen und atme aus allen archäologischen Abfall, so schreibt sie es im Buch, allen Schmutz, Staub und schmierigen Dreck. Entlade alle Skepsis. Alle Einstellungen und atme Freude, Lachen, Glücklichsein in Fülle ein. Das ist das, was Mary zum Zeigefinger im Selbsthilfebuch schreibt. Und sie fährt fort und sagt, wenn die Zeigefinger nicht in Harmonie sind, dann sind sie die Quelle allen Mangels. Mangel an Wahrnehmung. Das heißt, wenn meine Zeigefinger nicht in Harmonie sind, dann sehe ich die Realität nicht mehr so, wie sie wirklich ist. Ich kann die Dinge gar nicht wahrnehmen oder nehme zu viel wahr. Sie werden die Quelle allen Mangels von Gleichgewicht im Denken. Das heißt, klares Denken wird unmöglich und auch Gedanken hören gar nicht mehr auf. Also wir haben dieses Gedankenkarussell im Kopf. Führt zum Mangel an Energie. Das heißt, macht mich müde. Und es kann auch dazu führen, es macht mich nervös. Mangel an Energie kann auch dazu führen, dass das Nervensystem, das Nervenkostüm sehr dünn wird. Und dann kann es dazu führen, dass wir einfach Schwierigkeiten haben mit Schlafen.
Und des Weiteren sagt Mary noch, wenn die Zeigefinger nicht in Harmonie sind, werden sie zur Quelle allen Mangels an Gesundheit. Also dann kann wirklich komplett alles aus dem Lot kommen. Der Zeigefinger ist mein Begleiter seit bestimmt 15 Jahren. Halte ich täglich den Zeigefinger, um mich immer wieder ins Gleichgewicht zu bringen, um mir was Gutes zu tun für meine Energie, um meine Wahrnehmung zu schärfen und um meine Gedanken immer wieder zu harmonisieren. Unser Zeigefinger hilft der Einstellung Angst und oder beginnt Furcht auszulösen. Und wir sind dann einfach nicht mehr in der Lage, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Unsere Finger sind auch unsere treuesten Freunde, helfen uns in unseren ganzen Gefühlslagen. Und der Zeigefinger ist der Finger, der uns einfach hilft, immer wieder aus der Angst heraus, immer wieder in dieses tiefe Gefühl des Gehaltenseins, des Vertrauens und des Glaubens an mich und an dieses Getragensein da immer wieder zurückzufinden. Die Zeigefinger bringen uns in Fluss. Sie sind der vierten Tiefe zugeordnet. Das ist unser Wasserelement und bringt uns immer wieder ins Fließen und in die Bewegung. Und das Ganze hat natürlich auch mit Reinigen zu tun. Und der vierten Tiefe sind die Organströme Blase und Niere zugeordnet. Und Mary schreibt im Selbsthilfebuch, Zeigefinger halten lindert auch Rückenschmerzen. Und das kommt eben daher, weil diese Ströme ganz intensiv unseren Rücken hinunter fließen und somit einfach uns selber immer wieder guter Freund sind und Begleiter. Ich kreiere, ich erzeuge, sagt der Nierenstrom. Deswegen ist auch Zeigefinger halten, immer wieder in diese Kreativität kommen. Und der Blasenstrom sagt, wir bringen ins Gleichgewicht. Also alle Situationen, wo wir das Gefühl haben, wir kommen aus dem Gleichgewicht, wir sind aus dem Gleichgewicht. Reinigen. Reinigen ist das Thema des Zeigefingers und das auf allen Ebenen. Die Gedanken, die Emotionen und auch den Körper reinigen. Der Zeigefinger, sagt man, der Zeigefinger zeigt den Weg. Und es ist ein Unterschied, ob ich meine Wege gehe in Angst und in Ungläubigkeit oder in Sicherheit, in Zutrauen, im Gutheißen und im Liebhaben des Weges. Wenn unsere Zeigefinger nicht in Harmonie sind, dann kann es sein, dass die Zeigefinger uns immer einen Weg zeigen, zum Beispiel immer wieder den Weg zum Kühlschrank, weil uns irgendetwas fehlt. Auch dann könnte ich den Zeigefinger halten. Weil was steckt eigentlich wirklich dahinter? Die Wege öffnen. Es ist auf der anderen Seite den Weg zeigen, aber wir benutzen den Zeigefinger auch für nein, diesen Weg gehst du nicht oder diesen Weg gehe ich nicht. Und oft in meinem Leben hat mir der Zeigefinger, Marys Buch,
What Mary Says gezeigt, um darin zu lesen, um einzutauchen in die Philosophie, in diese tiefe Weisheit. In diesem Buch sind Zitate von Mary zusammengeschrieben. Und wenn wir jetzt in die Meditation gehen, dann möchte ich euch einfach aus diesem Buch vorlesen. Setzt oder legt euch bequem hin. Wir wechseln jetzt die Finger. Das heißt, wir nehmen jetzt den rechten Zeigefinger in die Hand und ich lese euch Zitate von Mary vor. Dazu brauche ich wieder meine Brille. Und ihr könnt einfach die Augen schließen. Ich bin der lockere Beobachter. Ich bin Kraft. Ich bin glücklich sein. Ich bin mein eigenes Schicksal. Ich eigne mir Wissen nicht um des Wissens willen an, sondern zu meinem Erwachen. Jeder Einzelne kann Wissen aufnehmen. Wahrheit nimmt den Einzelnen auf. Ich bestimme. Alle Schönheit im Leben ist dort, wo ich gerade bin. Ich bin es, der meine Fülle begrenzt. Ich bin es, der mein Wesen begrenzt. Ich bin meine eigene Begrenzung. Sei frei von Vorsicht und früherer Erfahrung. Selbstkenntnis befreit von aller Gefangenschaft. Ich werde niemals alle Informationen haben. Ich kann Weisheit sein. Unwissenheit spezialisiert sich auf Teile. In der Weisheit richtet man sich auf das Ganze. Unendliche Intelligenz ist in meinem Innern. Wissen ist nicht mit Weisheit zu verwechseln. Einstellungen unterstützen die Illusion der Abgetrenntheit. Ändere "Ich kann nicht" in "Ich will nicht"
und halte deinen Zeigefinger. Ein angespannter Wille, der auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet ist, wird das ganze System in den Dienst dieses Zieles stellen und damit den Fluss behindern. Habe nie eine Spur von "Ich frage mich, gehe voran und wisse". Selbstverurteilung hilft, uns in einem engen Gefängnis zu halten. Ungeduld hält das Glück fern. Negatives manifestiert immer wieder Negatives. Lausche nur nach Harmonie. Gott ist in meinen Fingern. Ich will dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Komplexitäten erzeugen seelische Ermüdung. Halte ein. Höre hin, schau nach innen. Was du fühlst, ist deine Spannung. Die Schöpferkraft des ganzen Universums liegt in uns. Du bist nie ganz angezogen, ehe du ein Lächeln trägst. Wenn ich keine andere Richtung einschlage, könnte ich da landen, wo ich mich jetzt hinbewege. In der Falle sitzen ist sicher und bequem. Sorgen verursachen inneres Leid und lassen einen sich wichtig fühlen. Halte liebevoll die Finger. Dem Ansturm des Lachens hält nichts stand. Spiele die Rolle ich. Wie viel Spaß hast du gerade? Manche verbringen ihr ganzes Leben damit, sich auf das Leben vorzubereiten. Lasst uns im Augenblick sein. Frieden ist in mir. Alles liegt in meinem Innern. Die Sonne mit all ihren Planeten, die um sie kreisen, findet immer noch die Zeit, ein paar kleine Weintrauben reifen zu lassen.
Jeder Fehler liegt einfach einen Schritt näher an der Antwort. Verwandle alle Probleme in Projekte. Begeisterung weckt dein Leben auf und glättet die Falten deiner Seele. Sei geduldig gegenüber allem, was ungelöst ist in deinem Herzen. Was auch immer unsere Unvollkommenheiten sind, es gibt einen leisen Puls von vollkommenem Rhythmus. Und Mary sagt zum Schluss: Mein Geist ist offen. Wo auch immer ich bin, stehe ich gerade erst am Anfang. Dieses Buch steht hinter meiner rechten Schulter. Dieses Buch ist für mich immer wieder ein Fingerzeig. Ich lese immer wieder drin in allen Lebenslagen und es bringt Ideen, es bringt zum Lachen, es hilft, sich selber nicht so ernst zu nehmen und ist ein guter Fingerzeig, wenn Wege zu gehen sind. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche, eine gute Zeit und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, ihr. Ciao.